Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon GS Chronicles. Wir sind mitten im Game. First Arena letzte Mal auf jeden Fall gecrackt. Ja, und jetzt schauen wir mal weiter, ne? Dann gehen wir rein. Okay. Hier müssen wir noch ein paar Mal fighten und dann können wir unten gegen Team Rocket. Ja, schon Bodenattacken. Ich will es eigentlich nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Echt gute Bodenschwäche gerade. Rowlet, okay. Bitte Glit, korrekt. Schauen wir mal den Amigo. Einmal, glaube ich, Doppelkick. Ara, Bro, muss da jetzt auch nicht sein. I mean, wir haben genug Beeren, dem ist mir eigentlich egal, aber das ist doch. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen dem Level Cap, fällt mir gerade auf. Level Cap ist normalerweise bei 18. Wir müssen doch die ganze Route halt machen, ne? In dem her müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich denke, das passt. Okay. Attacken. Auch immer Quick Attacken, falls was passiert. Dann haben wir halt Prior Moves. So, hier unten gab es noch was. Genau, Tim Snarl. Hier dürfen wir ja nichts fangen, weil wir haben ja oben schon was getan. Und hier müsste es auch noch was geben im Thunderstone. Genau sowas doch. So, dann gehen wir mal hier runter. Halten wir hier ein Double Battle. Mit Ethan. Let's go. Wir müssen gleich mal schauen, was wir auf der nächsten Route alles catchen können und ob wir wieder Tag- oder Nacht-Encounter machen. Aber ich denke, soweit sieht es eigentlich erstmal gut aus. Jetzt weiß ich nicht, Mr. Travis oder Apalm. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Mr. Travis. Aber sie hat mehr Damage Potential. Sie hat eine Oranberry. Die screecht uns. Mhm. Travis weg, das ist schon mal gut. Er macht Sand Attack auf uns, das passt. Wir haben jetzt zwei Drops bekommen, deswegen werden wir einfach, also Defense Drops, deswegen werden wir einfach mal switchen. So, dann machen wir hier Quick Attack. Eben. So, auch ganz entspannt. Was ist hier? Ah, wir müssen dieses Dings machen, ne? Haben wir einen Repel? Ich glaube nicht, deswegen holen wir erstmal einen Repel. So, jetzt sind wir wieder back, wir haben Repels geholt. Wir müssen irgendwie hier rein oder so, war das nicht so? Ne, hier müssen wir rein, gell? Ja, ja, jetzt ist das Rätsel lösen. 2 hours later. Finished, oder? Warum? Maul als Maul als Maul als Maul als Maul. Okay. Kein Bock mit denen zu labern. Jetzt komm, verpiss dich. So, und jetzt einfach eine Escape Rope zünden, ne? Nicht hier doch, Escape Rope. Zack und raus, ne? Jetzt kann ich hier runter, weil ich glaube, hier zu angeln ist am besten. Okay. Mich hier das ab. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, hier können wir einen Trick machen. Ich glaube, man konnte hier doch Level 9 repellen. Dann haben wir eine Chance auf. Oh, bei Mirapla und Ding wäre auch gut. Könnten jetzt Hoothoot bekommen, nachts. Ich habe schon Nebulak, ne? Mal schnell schauen. So, wir gehen jetzt hier nachts rein und gucken mal, was wir für einen Encounter bekommen. Ich glaube, waren sie nach vorne, sie hat Sing. Wir haben halt Nebulak schon, Trasla schon, deswegen können wir hier viel dodgen. Hoothoot. Okay. Hoothoot ist eigentlich ganz nice.
weil es in der, ich glaube, vierten Arena extrem viable ist, wenn es Insomnia hat. Deswegen checken wir jetzt kurz, ob es Insomnia hat. It avoided the attack. Die Frage ist, hat es avoided? Das ist nicht avoided. Ich denke mal, dann hat es eventuell nicht. Mal schauen. Okay, tatsächlich Level 10 auch gekommen. Ja, Poliwag wäre auch in Ordnung gewesen. Ab in den Fight mit Ethan. Let's go. Ja, komm. Battle mich, Bro. Battle mich. Wir müssen schneller sein, auch entspannt. Da irgendwie. Okay. Flashfire. Ja. Komm mal, Magnitude. Hier ist halt low. Bitte Glitz, ja, okay, nehme ich. Oh. Eieiei, das tut ihm weh. Ah. Oh ja. Spinrack hat Bugbite Absorb. Oh, Absorb, müssen wir aufpassen. Schöner Switch. So, jetzt kannst du auf jeden Fall nicht mehr so schnell switchen. Easy. Shinx hat eigentlich nur Spark. Das einzige Damage Move. In dem er kontern wir den ja easy. Einfach wieder switchen. Kann Leon, er kann Babydoll Eisen, aber im Endeffekt kann er nichts machen. Zack, easy. Rockfroze, sehr gerne. Statt Rollout. Okay, da haben wir schon Trainer Ethan besiegt. Sehr gut. Komm jetzt mal. Ich glaube, hier ist ein Item. Ein Item. Okay, vielleicht habe ich es irgendwie falsch umgeguckt. Hikefishing. So, jetzt können wir nämlich auch angeln. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, hier werden wir als erstes angeln. Ja? Old Rod. So, da sind wir auch schon am Angeln hier. In Violet City. Ganz entspannt. Pokémon on the Hook. Sehr gut. Das ist direkt ein Poliwag. Das ist schon mal sehr gut für unsere Pläne. Dann einfach Ambon hier mal. Hey Bro, chill. Bitte hätte ihn gekillt, obwohl es full resisted. Na egal. Ich meine, auch mal ein bisschen Glück gehabt. Müssen wir ein bisschen aufpassen in Zukunft. Nice. Hier. Eisenberry, stimmt. Hm. Kleffer. So, nächster Angelspot in Cherry Grove. Wir kriegen garantiert Goldini.
Perfekt. Wir hätten hier Goldini oder eben Poliwag haben können. Und dadurch, dass wir ja schon Poliwag gerade eben gefangen haben, ist Goldini sowieso garantiert. Jetzt folgendermaßen. Machen wir einfach Sing. Dann sollten wir es eigentlich relativ easy catchen. Okay. Eins, zwei, drei. Chilling. Oh, ganz naja, dann werden wir einfach hier irgendwas holen. Wird schon passen. Onyx, okay. Onyx ist tatsächlich gar nicht so easy zu catchen. Mal schauen. Mal schauen, den Kollegen mal. Und das Sing. Damit wir einfach jetzt kurz Free Damage raushauen können. So crazy Damage machen wir jetzt auch nicht. Und wirklich Sing treffen. Der Bind weggeht. Great Ball, probieren wir es gleich mal. Drei. Jawohl. Wir dürfen nämlich auch keinen Mon verlieren hier, ne? Und wir waren da schon mit Bind kurz am Verrecken. Ein Crit hat uns gekillt, aber Onyx ist in Ordnung für die zweite Arena. Ist echt perfekt. Hard Skill nehmen wir immer gerne mit. Bei ihm mussten wir irgendwie aufpassen. Irgendwas, was Minimize drückt. Slowpoke. Oh. Hätte ich mir denken können. Und Tempo ist ist fein. Was Sparky. Ich glaube irgendein normal Pokémon, deswegen brauchten wir Double Kill oder was Quillfish, glaube ich. Quillfish war es. Ja, glaube ich Quillfish. Ja, es war Quillfish. Quillfish, was minimizen will. Ja, ja. Ease Hit. Ja, wichtig. Extrem wichtig, dass wir den hier hitten. Auch entspannt, ne? Auch ganz entspannt. Und dann müssen wir Citrobeeren kriegen. Jawohl, Citrobeeren. So, und dann hier unten laufen sie mal durch. Perfekt. Hey, was soll das? So, wenn wir jetzt, glaube ich, hier durchlaufen, kriegen wir noch Lumberries. Kein Repair mehr. Dann können wir eigentlich noch Encounter holen, oder? Schnell zwei Encounter und dann sieht es eigentlich gut aus. So. Wir können hier auf jeden Fall ein gutes Monster bekommen. So, Hutut haben wir nämlich schon. Die können wir dodgen. Wir könnten hier eben Oddish bekommen, Knuffensa. Okay, Oddish, sehr schön. Das freut mich sehr. Weil Oddish ist halt auf jeden Fall. Schauen wir jetzt mal. Ja. Sing, please hit, jawohl. Oddish ist auf jeden Fall Gift-Pokémon. Das ist für die Parry-Arena natürlich sehr gut. Ich glaube, wir können auch schon mal direkt hier rüber düsen. Ja, okay, wir können hier noch nicht rüber düsen. Ja, dann würde ich auch sagen, das war's für die Folge. Wir haben viel gemacht, wir sind jetzt durch die ganze Route gelaufen, haben einige Mons gefangen, haben unser Team auf jeden Fall aufgestärkt für die nächste Folge. Da werden wir definitiv Team Rocket machen und die nächste Arena, vielleicht sogar noch meinen Rivalen. Dann würde ich auch sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.